Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Meine Freundin hat Titten wie Kokosnüsse. Haarig. Habe einen chinesischen Millionär geheiratet. Katsching. Geht ein Mann mit zwei linken Füßen in ein Schuhgeschäft und kauft sich ein paar Flip-Flip. Bewusst essen, bewusstlos trinken. Gegen kleinen Pimmel und Impotenz hilft auch kein Mercedes-Benz. Zersplitterte Smartphone-Displays sind die aufgeschürften Knie der heutigen Jugend. Mein Bankberater ist ein Russe. Ich nenne ihn Iban der Schreckliche. Darf ich dir eine Frage stellen? Angesichts deiner minderwertigen Schulbildung rate ich dir, mir so viele Fragen wie nur möglich zu stellen. Drei Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die GEMA vorbei und fragt, ist diese Aufführung angemeldet? Was ist der Unterschied zwischen einer russischen Hochzeit und einer russischen Beerdigung? Exakt ein Besoffener weniger. Pokémon-Logik. Hallo, mein Name ist Professor Eich. Ich studiere mein Leben lang Pokémon. Hier ist ein Pokédex. Er ist leer. Mein Großvater war ein richtiger Geizhals, der nie etwas wegwarf. Ironischerweise starb er durch eine Granate. Doktor, treiben Sie Sport? Ich? Zählt Sex auch? Doktor? Ja. Ich? Ich treibe keinen Sport. Der Erfinder des Sofas hat danach nie wieder etwas erfunden. Sand heißt Sand, weil er zwischen See und Land liegt. Siri, warum bin ich Single? Siri öffnet Frontkamera. Sie? Wenn ich du wäre, würde ich mal den Müll raustragen. Er? Wenn ich du wäre, würde ich die ganze Zeit an meinen Möpsen spielen. Sprich leiser, die Nachbarn sind sehr neugierig. Sind wir gar nicht. Was für ein Tag. Erst passt der Einkaufswagen nur nach heftigen Gegentreten in den anderen, dann habe ich noch irgendwo mein Baby vergessen. Ein Tag auf dem Merkur dauert 1408 Stunden. Das ist ungefähr so lange wie ein Montag bei uns. Da schlendert man so durch die Stadt und kann es gar nicht fassen, was so alles aus Spermien entsteht. Das einzige B-Wort, das man zu Frauen sagen sollte, ist bezaubernd. Bitches mögen es, wenn man sie bezaubernd nennt. Meine Freundin hat sich eine Muschel an die Innenseite ihrer Oberschenkel tätowiert. Wenn man sein Ohr dran hält, kann man das Meer riechen. Wenn ein Professor mir ein Sandwich macht, ist es dann wissenschaftlich belegt? Ich habe gestern ein veganes Kochbuch probiert, war wesentlich besser als die Rezepte dort drin. Betrunken hoch, wer auch Finger isst. Unglücksmeldung, 22 Tote, darunter Frauen und Kinder. Warum ist das so wichtig? Ich warte, dass es mal heißt, 10 Tote, zum Glück nur Männer. Ich bin frustrierter als ein Zwerg mit einem Jojo. Das Schöne an Wodka ist, dass er wie Wasser aussieht. Das Schöne an meinem Arbeitsplatz ist, dass Wasser erlaubt ist. Ich habe gerade eben einen Kojoten an der Autobahn gesehen. Ich hoffe, der Tunnel davon ist nicht aufgemalt. Wie würzt Harry Potter seine Suppe? Mit Maggi. Sagt eine Frau, ich komme gleich, hat das ungefähr dieselbe Verbindlichkeit wie die Ansage in der Telefonwarteschleife. Ich liebe dich. Was? Sorry, meine Katze ist über die Tastatur gelaufen. Yeah, gebt diesem Video einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und teilt dieses Video. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot davon und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.